Was? Nee, du spähst jetzt aus. Nein, machen wir nicht. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Und die Kadaver stinken jetzt auch. Ich muss auf jeden Fall Holz und 30 finden. Holz, Baumaterial, Textilien, Grünzeug. Das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Holz und dann komme ich weiter. Da unten brauche ich dann wieder eine Fackel. Das kennen wir schon. Merke ich mir auch fürs nächste Mal. Oh, super Steine. Auch Reisig brauche ich ja jetzt massiv noch. Obwohl man mit Holz eigentlich... Klar, Reisig ist super zum Anzünden, aber es brennt halt sehr schnell runter. Von daher ist eigentlich das Holz das Bessere zum Heizen, aber irgendwie nicht. Es ist halt schon besser, wenn man sich noch ein bisschen auskennt hier in der Welt. Das erleichtert es um einiges. Und gerade hier ist es echt, es ist wirklich dumm, wenn hier so viel, nicht so viel Holz ist, als Holz zu Brennholz zu machen. Ich habe auch das Gefühl, Fasern habe ich massiv zu viele. Holz, bitte. Ich kann Dünger gerade überhaupt nicht gebrauchen. Aber ein Gartenbeet sollte ich vielleicht trotzdem mal bauen. Ich brauche wirklich Holz. Ich brauche noch mehr Holz. Ich brauche richtig viel Holz. Die Zeit ist echt gemein, Sandsturm. Ist auch wieder reisig, oder? Ah, ist das der Schatz? Diese Schatztruhe gibt es anscheinend immer nur einmal. Bretter. Ein Brett. Was ist das für ein Schatz? Ja, ich muss zurück, ich weiß. Ah, okay. Brauche ich aber tatsächlich nicht. Ja, also diese massiv vielen Holzrohstoffe, aber vielleicht zählt die C30 auch als Holzrohstoff, könnte ich mir schon vorstellen. Könnte reichen. Moment, da ist was. Das will ich mir ansehen. Untersuchen. Oh, okay. Jetzt gerade die Höhle betreten, als dir ein Schimmern auffällt, das von einem Stück Metall zu kommen scheint. Als du stehen bleibst und genau hinsiehst, erkennst du, dass es sich um eine Klinge... meine Klinge ein Schaft aus irgendeiner Art Mechanismus handelt. Es ist in der Falle ein tödlicher. Der Auslöser befindet sich jedoch ganz in der Nähe. Du könntest sie deaktivieren, wenn du wegzukettest. Okay. Eine Schaufel war da vorne, glaube ich. Und eine Fackel. Dann... Ich hoffe, das Holz reicht. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich hoffe auch, Madame wird nicht krank. Ach, nach dem Sonnenstich erholt sie sich eigentlich nach dem Tag. Was war das hier eigentlich? Ach, die Pfeile, genau. Ja. Ein bisschen Zeit habe ich noch zum Aufnehmen. Der Tag war ruhig. Morgen muss ich auf jeden Fall auskundschaften. Ja.
Die Sachen muss ich heute auf jeden Fall verarbeiten. Stimmt, da brauche ich auch noch Werkzeug und Tauchmesser Holz. Es reicht nicht. Halt, warte, gehen wir mal kurz in die Ziegenstall. Sind satt beide. Einer von euch beiden muss dann gleich kochen. Ne, warte, bevor du das machst. Ne, doch, das ist wichtiger. Ich brauche mehr Eisen. Jetzt muss ich eine große Eisenproduktion anleiern erstmal. Und dann darfst du die Sachen auseinandernehmen. Dann kochst du. Du zerlegst den Tierkadaver. Ui, das gibt viel Fleisch. Ich könnte mir überlegen, ob ich dann einfach mal runter zu den Frauen gehe und nochmal handle. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben die ja Holz dabei. Trotzdem mal hier, vielleicht kann ich dich was anbauen lassen, aufbauen lassen. Ja, ich brauche Holz. Ja, da brauche ich auch Holz. Regentonne, so lala. Gartenbeet brauche ich Werkzeug, okay. Kräuterwerkstatt brauche ich Holz. Mir fehlt es ein bisschen an Holz. Gut. Ich werde morgen was weghandeln. Halt, wartet mal. Oh, okay. Um diesen Voraussetzungen natürlich nicht, wenn das jetzt wieder frisches Fleisch erstmal ist. Fasern habe ich massiv viele. Dann sammle ich noch mal oben, obwohl mir das Holz dann trotzdem fehlt. Ja, zur Not. Ich habe 9 Rüstungen. Das nicht. Nee. Weil ich Holz brauche, muss ich doch handeln. Eine andere Chance habe ich eigentlich kaum. Mal sehen, ich brauche Holz. Und Holz. Vor allem brauche ich Holz. Habe ich schon erwähnt, dass ich Holz brauche? Ausgekundschaftet ist ja, oder? Nee, das muss der halt machen. Jetzt haben wir nochmal 3 Paar Fleisch übrig. Oh, das ist ganz gut. Danach schicke ich dich auf jeden Fall nochmal ins Bett. Ne, das wirst du eh nicht mehr schaffen, aber egal. Essen haben die genug, aber ich könnte dir nochmal einen Bonus rein theoretisch geben. Leg dich nochmal 5 Minuten hin.
sprichst mal. Ich will wissen, was die drauf haben. So. Ich brauche Waffen. Waffen und Holz. Habe ich schon erwähnt, dass ich Holz brauche? Das Spaten wäre auch nicht schlecht. Ne, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ah! Nicht da durchrennen, Mensch! Ach, egal. Das soll ich trotzdem mitnehmen, aber ich muss erstmal mein Inventar leer kriegen. Oh, es sind nur noch Kräuter. Ah, Kräuter brauche ich ja eh gerade. Ich muss morgen echt mal ein paar Fackeln mitnehmen. Und hier ein paar Leichen loswerden. Ah ja, hier wurde man ja entdeckt. Ich hole auch noch mal Wasser, wenn ich schon mal hier bin. Gut, sie nimmt Essen. Was? Verfaulte Nahrung wird sie mir nicht geben? Sie hat kein Holz. Das sind so die kleinen Dinge, mit denen man es langsam erhöhen kann. Ich brauche das Wasser. Ach, verdammt! Man muss echt wissen, wo die, wenn man weiß, wo die Händler sind, hat man schon wieder einen Vorteil. Holz, bitte. Erdsachen. Auch nicht schlecht, aber aktuell nicht hilfreich. Was haben wir hier? Ah! Manchmal stellt es den Imperator später klar, als sie gehört mitladen. Die Oase abgesehen, ich schrecke nicht davon zurück, wir fangen kalt durch Zermotten. Ja, das kennen wir. Ach so, das ist schon Müll. Wo bin ich denn hier gerade? Warte mal. Hier hoch und dann da hinten rechts. Komme ich da hier durch? Muss ich jetzt kurz probieren. Ah! Ja! Da war ja, hier war ja eine Schaufel. Vielleicht habe ich Glück und ich finde noch mal eine. Nee.
Ich mache einen Fall, das müsste gerne durch den Karawanserei sein. Aber ich habe keine Schaufel. Das ist doch ein Fehler. Okay, wie stark sind sie denn? Gar nicht mal schwach. Bitte trinken. Ich brauche dich also gleich, du musst gleich ein paar Sachen reparieren, wenn der Angriff kommt. Aha. Aha. Essen. Und dann reparieren. Was sind wir denn jetzt mittlerweile? Immer noch, die sind immer noch stärker als wir. Wow, wir haben einfach gar nichts mehr an Waffen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kann jetzt gleich noch. Genau, das wollte ich verhindern. Voltile. Schnell abgeben. Dann haben wir nämlich gleich eine deutlich bessere Chance. Aha. Euch gebe ich. Oh ja, das ist ja egal. Nichts kaputt. Schwert dazu bitte. Ich bräuchte noch einmal Werkzeug, dann könnte ich es verbessern. Sie bräuchte ich eigentlich mal Medizin. Geh ins Bett. Okay, die wollen echt noch weiterkämpfen. Naja, aber die Sachen hier sind relativ schnell repariert. Ja, krank ist die halt echt auch keine gute Hilfe. Sind stark überlegen, also ja, fast 50% mehr an Kampfkraft als sie gerade. Na, geht doch. So.
zweimal Werkzeug. Oh, echt nur Werkzeug. 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 Mach mir eine Schaufel. Ah, nein, da brauche ich Holz. Dann machen wir Werkzeug. Klarer Sieg. Man kann sagen, wieso ist sie so schläfrig, aber war sie. Ja, sie müsste eigentlich auch mehr schlafen. Aber ohne Medizin kannst du es echt vergessen, die heilen sich nicht sonst. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch wieder hier hingehe, weil... So, weg mit euch. Vielleicht hat mich das auch so krank gemacht. Weil es verschlimmert dann auch nochmal den Gesundheitszustand. Ist natürlich nicht hilfreich. Das schnelle Sammeln habe ich echt immer irgendwie ignoriert. Oh. Wer jetzt gedacht? Ja, du brauchst Medizin, ich weiß. So, ist da wieder Wasser drin? Ein bisschen. Oh Mist. Jetzt wurde ich abgelenkt von meinem Handy. Hey, auf mit Wässern zu werfen oder was auch immer du da machst. Ich muss eh gehen. Kannst du mal oben abhauen? Was ist der? Ist natürlich direkt reingerannt, die dumme Kuh. Und sie ist sofort schwer krank. Okay, sie wird so, das geht sofort eine Stufe weiter. Es hat eh keiner geschlafen.
Sie ist echt. Die sind beide am Arsch jetzt. Oh, das sind ja beste Voraussetzungen. Naja, da soll sich der Zukunftswicht mit rumschlagen. Weil, werden wir dann angegriffen? In 2 Tagen. Das kriegt man dann aber locker hin, weil ich habe ja noch Eisen. Das heißt, ich kann das problemlos alles reparieren. Na, die Äxte vielleicht nicht, aber. Doch, ich habe jetzt ein bisschen Holz gekriegt. Also ich muss echt dringend. Kann ich denn die Kräuterwerkstatt bauen? Ich werde dann erst. Sie geht auf jeden Fall schlafen. Er muss gucken, dass er die Kräuterwerkstatt baut. Ich habe auch kein Essen mehr. Also sind gerade wirklich sehr schlechte Verfassung. Da wäre jetzt ein dritter Charakter echt nicht schlecht. Die Rüstkammer kann ich rein theoretisch dann auch bauen, aber ich brauche die Kräuterwerkstatt, ich brauche die Rüstkammer. Weil sie braucht unbedingt Medizin jetzt. Okay. Das war Let's Play Siege Survival Gloria Victis für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Was fehlt denn alles noch hierfür? Primärholz. Und die Töpfe kriege ich dann auch relativ schnell hin. Also bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.